Lass unser Pferd in Ruhe, du böser Mensch. Da bellt auch gleich der Hund. Und der Florian ist noch nicht munter. Wir müssen weiter warten und damit hallo-seits. Und willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Gerade wäre keine Hilfe, wir könnten uns versuchen. Aber am Ende will er gerade zu diesem Zeitpunkt raus und meckert dann rum. Und dann ist die Quest für ein Popo. Wo ist dieser Rapporter? Drunter? Nein. Ich dachte, er klebt dem sehr oft auf den Fersen. Ich stelle mich mal wirklich direkt hier an die Tür, in der Hoffnung, dass wir beim Zeitverstreichen lassen irgendwie weggeschoben werden und wieder aus diesem Zeitverlauf hier rauskommen. Ich glaube, das wird nichts. Reicht eine Stunde? Bestimmt nicht. Warum dauert denn das jetzt schon wieder so lang? Ob der vielleicht sogar schon bei der Arbeit ist? Wäre auch ziemlich einfach, wenn der direkt da jetzt sitzen würde, oder? Ich meine, wenn der Florian arbeiten ist, dann müssen wir ja nichts anderes machen, als einfach zu gucken, ob er auf Arbeit ist und dann uns in der Nähe umzuschauen, ob dieser Rapporter da ist. Ich denke mal, vor 10 wird er nicht aus dem Haus gehen. Und wieder dauert es so lange. Kann doch nicht so schwer sein, dass vergießt sich jetzt dreht so schnell. Das ist aber eher so ein Bäckermann. Ja. Guten Tag. Hallo. Und tschüss. Willst du meine Äpfel haben? Ich hätte auch Pferdeäpfel im Angebot. Das Warten ist gerade uncool. Ich würde mal sagen, wir gehen mal kurz zu Gravurmeister Jerome. Gucken, ob der Florian nicht doch schon da ist. Und ob da jemand um die Bude herumscharwenzelt. Ich denke mal, der pennt noch. Aber trotzdem muss doch der Rapporter hier fleißig lauern, damit er den Florian nicht verpasst, wenn der wirklich aus dem Haus gehen sollte. Oder er weiß halt, wo er eh hin will. Und er findet ihn so oder so immer wieder. Hätte mich waschen können, zu spät. So, lungert jetzt hier jemand herum. Wir können ja mal fragen, ob er schon zur Arbeit erschienen ist. Wehe, das dauert wieder lange. Da kommt eine Libelle an, fliegt uns ins Ohr. Spiel ist gerade nicht lustig. Solche einfachen Sachen wie waschen? Dreckwert muss wieder zurückgesetzt werden oder Zeit vorlaufen lassen. Dauert zu lang? Na egal. Update 1.5 soll ja dann ganz große Performance-Verbesserung mit sich bringen. Der ist schon da. Zieh dir bitte eine Hose an. Das sieht immer noch seltsam aus. Tja, wo ist jetzt der Rapporter? Der war ja wirklich schon vor uns hier. Können Sie mal ein klein wenig umschauen? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier ist ein Spielplatz. Weiß auch nicht, warum. Wegen dem da? Ist das ein Fußballtor oder ein Fischernetz, was in der Luft steht? Nehmen wir Käfige, Reusen. So viel Holz. Und Öfen. Was wird hier geöft? Holzkohle? Ziegel werden hier gebacken, okay. Wer wird da reingesteckt und ausgeräuchert? Großer Steinhaufen mit Schornstein. Was ist das? Hier bist du Rapporter, Müller. Dorfbewohner mit einer gelben Umhang, oder? Gelber Google?
Oder doch gesagt. Ein Wächter. Hm. Hier werden die Dachziegel gelagert. Wo ist Rapota? Hat gerade irgendjemand gekehrt, aber hier war niemand zu sehen. Ich dachte, der wird ständig beschattet. Ich dachte, hier im Busch. Der Florian wird ständig beschattet? Na, sieht nicht gerade danach aus. Wehe, der hat uns irgendeinen Mist erzählt. Dann gibt es nämlich Ärger, dann haken wir bei Esther nach und machen ihn da schlecht. Hm, nicht ganz gelb. Prokop. Niemand da. Was machst du da? Wieder einer aus Scarlets, der packt das auch in den Boden. Interessant. Aber immer noch keinen mit einem gelben Umhang. Hier wird entrindet. Sieht aus wie Bischek. Hast du was verloren? Gucken, ob wir den blöden Arsch auch noch treffen. Bestimmt. Und ich warte immer noch auf Morcock und seine Bande. Badehaus? Hm, wo er kein Schaumbad. Was sind das für Nöte? Nix drin. Hm. Irgendwas wird hier ausgewrungen, ausgequetscht. Wäsche vielleicht? Ist das hier eine Wäscherei? Können uns hinsetzen. Sehr schwere Truhe. Ah, brechen wir uns vielleicht noch die Beinchen? Da gehe ich lieber nicht runter. Aha. Gelber Umhang, gelbe Google. Ich belasse mal den Helm auf. Bist du zufällig Rapota? Wie bitte? Kennen wir uns? Nein, aber genau das möchte ich ändern. Tja, hab aber gerade keine Zeit. Ich gehe dann mal. Es dauert nur einen Augenblick. Na gut, was willst du von mir? Was wird uns das bringen, wenn wir jetzt auf Florian zu sprechen kommen? Das wäre gleich mit der Tür ins Haus fallen. Ich weiß, dass du Florian beobachtest und an der Entführung des Zuber-Mädchens beteiligt warst. Und auch, wieso du all das tust. Scheint, als wären Ausflüchte zwecklos. Richtig. Stimmt. Und jetzt sag mir, wo die Werkstatt ist. Sicher, sicher. Das wäre wohl das Beste. Jetzt also? Dampft er ab. Ja, reden wir ein anderes Mal drüber. Nicht abhauen. So nicht. Oh, der ist gar nicht mal so langsam. Scheiße, das schaffen wir nicht. Wo biegt er ab? Ich renne einfach hinterher. Wer wird schon nicht wegkommen, wenn wir auf dem Pferd sind. Hätte gedacht, der rennt irgendwie den Hügel hoch, aber nein. Stellen, nicht töten. Jetzt wird schwierig, vom Pferd aus was zu machen. Hey. Wir sind auf dem Pferd, du hast eigentlich verloren. Er müsste eigentlich irgendwo dahin, wo es eng wird. Zwischendurch kann er mal nicht rennen, er kann aber echt gut rennen. Gucken, ob ich ihn irgendwie... Oh, der ist echt flink. Ob ich den irgendwie einkesseln kann. Hier vielleicht abdrängen und ins Wasser... Sieht doch gut aus. Weh, der rennt jetzt auf der anderen Seite hoch und weg. Was machst du da? Jetzt kann ich ihn bloß nicht stellen, nur bestehlen. Ungünstig. Nein, ich gebe auf. Gut so. Im Wasser. Bist du nun bereit zu reden? Ich. Ja, bin ich. Nur bitte, tu mir nichts.
Was willst du von mir? Schmutzige Beine hast du, wasch die mal. Sag mir, wo die Werkstatt ist. Keine Bange. Dein Herr und Meister wird dich nicht für deinen Verrat bestrafen. Ihr habt beide bald ganz andere Sorgen. In den Skalitzer Minen. Das ist nicht gerade sehr konkret. Auf der Ostseite des Hügels ist ein verlassener Minenschacht. Nun, er war einmal verlassen. Jetzt befindet sich ein kleines Lager davor und die Werkstatt darin. Wer ist dein Herr? Herr Jeschek von Ronau. So nennt er sich, obwohl es Burg Ronau eigentlich nicht mehr gibt. Was? Wer in Sasor mit Kupfer arbeitet? Achso, er abgelaufen? Was geschah mit der Burg? Ronau gehörte einst Vinzenz, Graf von Lichtenburg. Oh, Vinzenz? Nach seinem Tod ging sie an Markgraf Jobst, der sie schleifen ließ. Er wusste, dass Vinzenz' Vasallen sich widersetzen würden. Wieso? Jeder weiß, dass der König nach dem Tod eines kinderlosen Grafen mit dessen Burg tun kann, was ihm beliebt. Aber Vinzenz hatte Erben. Ronau fiel nur dem Markgrafen zu, weil der sie alle für unrechtmäßig erklärte. Und alles nur, weil Vinzenz nicht für ihn gegen Herrn Prokop kämpfen wollte. Herr Jeschek führte eine Revolte aus Vasallen an, doch Jobst kesselte sie ein. Nur Herr Jeschek entkam. Seitdem ist er die Geißel der Region. Prokop, das ist doch der Feldarbeiter. Für wen arbeitet Herr Jeschek? Erzähl mir nicht, er hat sich das mit dem Fälschen selbst ausgedacht. Solche Dinge weiß ich nicht. Nur, dass Herr Jeschek mit ein paar Herren gesprochen hat. Mit welchen? Wir waren auf dem Kloster, zu Gast. Aber ich schlief auf dem Heuboden und habe nichts gehört. Abgesehen davon? Im Lager tauchte bisweilen ein ungarischer Adliger auf. Aber ich weiß nicht, was er dort tat oder wer er war. Wer bist du eigentlich? Man nennt mich Rapota. Ich war früher der Handlanger des Henkers in Brünn. Und wie bist du in Herrn Jeschek's Dienst gelangt? Ich half ihm aus dem Kerker zu entkommen. Wenn ich jemandem diene, dann lieber Herrn Jeschek als dem Henker. Der Schärger eines Briganten zu sein, ist gewiss sehr viel ehrbarer. Ich dachte, wenn sich die Dinge irgendwann beruhigen, bekommt er vielleicht Ronau zurück und stellt mich in seinen Dienst. Nun, nach dieser kleinen Eskapade kannst du das vergessen. Du kannst froh sein, wenn du nicht am Galgen endest. Das spielt keine Rolle mehr. Ich habe ihn hintergangen. Na dann heißt es abdampfen. Mal gucken, ob wir ihn nochmal sehen. Das ist komisch. Unter der Brücke ist, glaube ich, auch nicht so gewollt, ihn darzustellen. Aber er war halt überlegen, er war halt schneller. Ich musste mir irgendwas einfallen lassen. Nun gut. Ich denke, ich habe genug gehört. Kann ich dich etwas fragen? Ja? Ich möchte nicht hängen. Das ist so grausam. Bitte töte mich hier und jetzt. Bestimmt nicht. Also wir machen uns jetzt die Finger nicht schmutzig hier unter der Brücke. Aber ihn abhauen lassen? Ich meine, hat uns ja was verraten. Nö. Du willst einen ehrbaren Tod? Oh nein. Ich bringe dich in den Kerker und als Fälscher wird dir die härteste Strafe zuteil. Du wirst noch um den Galgen betteln. Können wir den wirklich abliefern? Jetzt kommt ja immerhin eine Zwischensequenz, eine Überblende. Bin ich mal gespannt. Ulrich sollen wir um Hilfe bitten. Kupfer nicht geschafft. Hügel oben war ja auch noch. War das zeitlich begrenzt? Ich denke eher an entweder und oder. Entweder oder. Weil es kam genau zu dem Zeitpunkt, als ich hier ihn angesprochen habe. Ach, da ist er jetzt drin, oder wie? Wo sind wir denn eigentlich? Nee, aufmachen will ich nicht. Da ist er. Und, kriegen wir eine Belohnung, Wächter? Was sind wir denn hier genau? Hier unten geht's rein. Und wo ist das genau? Schöner, großer Korb. Hinten bei der Gerberei, oder? Da ist, ja, fast. Da ist noch die Kirche, okay. Also vor diesem, ich glaube, Fleischer hier. Zur Rechten ist noch ein Fleischer. Ich glaube, hier ist der Vogt zu Hause, kann das sein? Ach hier, Pfeiffer ist er hier zu Hause. Vogt und Pfeiffer hat sich hier mit untergesteckt. Hier, wir haben jemanden in den Kerker gesteckt. Beste Grüße.
Mann. Geht hier etwas Interessantes vor sich? Es ist so friedlich. Dann tschüss. Mit Ulrich reden, aber ich will mit Meister Pfeiffer sprechen. Der Sasauer Schreiber. Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Handeln? Ach, Bücher holen, ne? Ein Lesebuch zum Lesen, lerne Ratai. Aufzeichnung über die Stadt Ratai, das interessiert mich doch mal. Nehme ich mal mit. Auch irgendwas über Scarlet's? Du Kuman. Wenzel Prokop. Einfaches Lesebuch gegen Flöhe und Warzen, das kennen wir schon. Nehme ich mir mal mit. Ruf 56. Reden wir über den Preis. Nun. Ich meine, wir haben das Geld, dann sorgen wir mal dafür, dass unser Ruf besser wird. Hier. Aber Groschen. Und eine Kleinigkeit für die Mühe obendrauf. Nun denn, recht herzlichen Dank. Tobias Pfeiffer steht jetzt auf, deswegen können wir ihn dabei nicht stören. Aber schön, dass die den Stuhl auch zur Seite rücken. Halt, hier geblieben. Wenn ich kann ja auch so in dem Tempo laufen. Der Herr sei gepriesen. Von oben herab. Was führt dich zu mir? Sie geht nichts weiter. Wir können nicht zwischenberichten, schade. Dann gehe ich jetzt mal auf den Hügel, da würde der Ulrich warten. Optional bitte Ulrich um Hilfe. Finde den Eingang zum Minenschacht in den Skalitzer Hügeln. Ulrich ist B. Ist das der Scharlatan oder ist das der Hans mit der Karte? Scharlatan. Stimmt. Jetzt, wo ich das Gesicht wieder sehe. Kann ich aber mal da hochreiten, wo ich schon die ganze Zeit hin wollte, zu früh. Ja! Immer noch zu früh. Ach, ich bin gleich hier unten, okay. Oh, 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 oh. Das war knapp, ja. Jenda, das war knapp. Brauchen wir hier was? Moment, Futter. Wir haben ja noch Äpfel. Bevor ich die vergammeln lasse, bringt nochmal wie viel? Zwei. Haben wir noch irgendwas? Den Speck einmal, oder? Bringt 15, das wäre aber nicht gut. Der hatte vorhin schon einen 53er Wert. Dörfleisch, Speck ist mittlerweile im Eimer. Steinpilze auch schon. Oh, das ging schnell. Dann werde ich die mal los, indem ich die einfach fallen lasse. Die können wir eh nicht mehr gebrauchen. Jenda hat Pilze gekackt. Jetzt will ich aber mal hier hoch. Schleppt denn den Wagen keiner weg? Liegt direkt vor der Burg. Ganz schön faul, die Leute hier. Oh, wunderschöne Wiese. Ob der... Wo ich sich nochmal eine Rüstung geschnappt hat? Ich glaube ja weniger. Was ist da links? Wieder so ein Bildstock, so ein Begräbnisdingens? Ne, einfach nur eine Mauer, okay. Ne, so ein Steintürmchen. Ja, sehr interessant. Was das wohl auf sich hat. Echt toll sieht's hier aus. Ganz schön viel Stein da hinten. Da hinten im Schatten wartet sein Pferd. Ach, hier ist sogar ein kleines Lager.
Das ist ja cool, hinter den Bäumen da, in der kleinen Ecke, in der Ausbuchtung. Na gut, dann reden wir mal mit Ulrich in der nächsten Folge. Er könnte uns noch helfen, aber ohne Rüstung wird es für ihn schwierig werden zu überleben. Aber bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, tschüss.